Let's play Diablo 3 mit Manhunt und Nero. Hi, Moin, guten moin. Abend, guten Abend. So, da legen wir auch los, dass wir hier ein bisschen im Level abkommen, dass ich mal hier Ah. Paragon Ja. erreichen kann. wo waren wir denn eigentlich stehen? Ach so, ja, wir hatten ja noch ein bisschen weitergemacht ohne Nero, weil Seru dann Nein gesagt hat. Und dann sind wir hier. Okay, ich muss mal. Ich stinke. Das tut ihr auch. Ah, Diebstahl ist da. erlaubt. Aha. Seid ihr am Start? Ihr habt Ah, euch jetzt. gefunden und wandert nun auf. Jetzt los? Oh. Party aufgelöst? Oh ja. Jetzt los. Partycrasher. Zack. Geht schon mal gut los, ne? So. Ja. Wo So, müssen wir dann, hin? wo müssen wir hin? Ja, genau. Gute Frage. Irgendwo hinreisen. Hochlandkreuzung. Ah, ja, genau. Stimmt, da müssen Ja, wir. das Da haben wir haben uns ja wir schon ein alles Stück gemacht. durchgeschlagen. Ja, ist aber nicht schlimm. Kann man noch ein bisschen aufleveln. Gut, ich bin ja noch nicht Ja, da. wo Ich bin kommt ja ihr denn letztes her? Mal relativ lustig rausgeflogen. Ja. Ah, die Glocke. Glocke des Todes. Ich muss es, ich weiß überhaupt nicht mehr, was für Fähigkeit da. A, B, werfe ich was? Ja, gut, okay. So, Leute, und mich hat es mittlerweile auch erwischt. Nach dem Mönch von Manhunt ist mein Zauberer. Meine Zaubererin ist jetzt auch jenseits von Gut und Böse. Mit Level 15 nicht aufgepasst. Was lernen wir daraus? Man sollte nicht übermüdet den Hardcore-Modus spielen. Bin natürlich eiskalt in eine Falle getappt. So, Leute. Boah, diese scheiß fliegende Mistviech. Schau hier. Ah, ja. Hatte kurz geleckt. Ja, der Nero Head wollte mal eigentlich gar keine Aufnahme machen, weil der Nero wollte ja eigentlich GTA 5 spielen, aber er hat's nicht. Da sind ruckelt es, ne? Ruckelt es ein wenig. Ja, vom Allerfeinsten. An dem Moment keine Ahnung. Ich merk's auch. Spooky. Ja, so geht's dann. Der Ruhestab eines Ja. Todes. Ja. Sterbende Menschen Okay, kennen wir ja. Mal kann ich. gucken. Geht's Nee, wieder, also. oder? Keinen Moment, keine Angriffe machen. Jetzt kannst du abbrechen. Warte mal, ich gehe mal gerade was gucken. Bleib mal da. Ja, jetzt, geht Hier es, oder? ja, Ja. würde ich auch jetzt behaupten. Jetzt ist es vielleicht besser, ja. Ja, jetzt gehen auch alle Angriffe hier. Ja, macht er wie du willst. Perfekt. Ah, ja. Oh, läuft's wieder? Ja, jetzt ist Ja. viel besser. Was hast du gemacht? Nix. Gut. Es Das war war kein nur Problem. wahrscheinlich gerade irgendwo ein Problem oder was. Ich weiß auch nicht, irgendwie gerade Bad Connection gehabt. War gerade bei meinem Ja. Bruder gefragt, ob der was downloadet, aber nee, aber bei dem war es auch gerade schlecht gewesen. Ja, war definitiv Bad Connection. Ja, dann folgen wir mal dem Pfeil, oder würde ich sagen. Oh.
Ja. Auf jeden Fall. Zack, ich wegreife, Junge. Nicht genug Mut. Ja, mein anderer Caster hat irgendwie voll die geilen Moves. Ich glaube, ich muss da ein bisschen was hinstrahlen, Junge. Ja, das werden wir jetzt verwenden. Ja, viel. Stylischer hier. Aber ich glaube, ich komme irgendwie nicht drum herum, heute Abend noch einmal GTA mal einzulegen, ey. Hm. Ja, jetzt noch nicht genau. Manche gibt es der Post halt. Ist halt, na gut. Ja, lustige Geschichte. Ich habe alles voll gemacht. Lass mein Perso da alles drum und dran. Meine Oma kann es trotzdem nicht annehmen. Hab mich sehr gefreut. Ja, das sind diese ganz extrem spannenden Oma-Geschichten. Ja. Die wieder hören. Das ja, ist auch, wenn man bei der Post bestellt, das ist auch ziemlich Oma-like. Habe ich früher im Mittelalter auch mal gemacht, in meinem vorvorletzten Leben. Also in der Kutsche, da haben sie noch rausgegeben. Hast du eben den Leuten erzählt, dass du im Hardcore abgekratzt bist? Ja, genau. Ah, ich hatte ja nichts verstanden. Ja, das ist immer gut. Und ich habe im Fazit rausgezogen, dass man nicht im müden Zustand Hardcore-Modus spielen soll. Das ist ein gutes Fazit. Ja, das letzte Mal war es ja schon knapp, als ich den Zauberer angefangen habe im Level 6 oder 7, wo ich da war, wo ich beim Spielen fast eingepennt bin. Da konnte ich mich gerade noch in die Stadt porten und als ich wieder wach geworden bin, hat der Zauberer fröhlich in der Stadt gestanden und ich dachte, oh ja toll, ich spiele Hardcore-Modus. Als Update habe ich jetzt ja auch mal Hölle erreicht im Hardcore-Modus. Ich bin mal gespannt, wann wir hier irgendwann mal Hölle erreichen. Ja, das vielleicht nie wahrscheinlich. Also. Aber momentan reizt mich der Hardcore-Modus nicht so wirklich irgendwie. Weiß auch nicht. Warum? Verstehe ich. Ich finde halt Hardcore ist der einzige wahre Modus. Gut, da werden Fehler halt noch bestraft, ne? Da werden Fehler noch halt wirklich bestraft. Ja, der einzige wahre Modus ist Meister 5 und den bin ich gerade dran da. Also mich da irgendwie in die Richtung hinzuarbeiten, dass man da mal halbwegs bestehen kann gegen die Bossgegner. So geht's ja schon. Oh, legendärer Arm. Oh, jawohl, legendärer Zweihandstreitkolben. Doppel- sehr toll hier. Drauf. Pui, das ist sogar relativ gut. Das Ding, die ruhige Hand. Daniel, ich. Knochenmühle. Ich hab die Knochenmühle. Ist eine. Machst sogar 39 Schaden. 39? Ja. Ich verliere gut. Zwei Schaden. Aber ich glaube, den hole ich, weil er hat so viel Geld. Ich 86. Ich bin ja Kater, ich will ja nicht Damage machen. Ja. Ey, die Knochenmühle hier hat ein. Unten extra, da steht einfach die Gegner platzen vor einer Head. Das wäre gut. Das Ding mal ausgepackt, das sieht ja schon cool aus, ey. Fred Feuersteins Golfschläger ist das. Sieht wirklich so aus. Ja, da kann man putten damit, die Gegner ins Loch stoßen. Rock you like a hurricane oder was hier? Ja, klar. Eigentlich wollte ich das aufheben, wenn ich ein Wirbelwind-Baba bin. Ja, aber Manhunt wirbelt auf dem Cast. Ey, guck mal! Wenn er jetzt von unten schlägt, guck mal! Ja, Gold! Nicht genug Wut! Ah, get in! In! Huh. Like oh, Oops. Nächstes! Legendärer Kopfschmuck. Geht dann mit dir ab, Nero, hä? Ja, alles was du niemals gefunden hast, kriegst du heute, oder? Hier im Let's Play findest du alles, was du noch nie gefunden hast im Leben. Ja, oder... Ja. Ja gut, Nero, man wusste ja auch nicht, dass man im Caster auch Schwert ausrüsten kann. Was manchmal stärker ist, wie jeder... Tiger Woods putet das Ding!
Gut, ich finde es halt immer noch ein bisschen unlogisch, aber... Ja, warum? Schwer, das skalieren ja auch mit Intelligenz, aber... Nero findet dies halt unnötig. Zauberstab haben Zauberstab und kein Schwert. Punkt. Okay, abkratzen ist abkratzen. Ja, Punkt. Ja, dann musst du da eben einen Kampfmagier bauen, der hat ein Schwert eben. Ja. Der auch dann Damage macht oder so. Das ist ja das Tolle normalerweise an Rollenspielen und so, dass man seine Klassen auch ein bisschen individualisieren kann. Finde ich aber auch. Wenn du mit dem Dings hast, geht's halt nicht. Deswegen, das ist halt das Problem mit dem Dämonenjäger. Da kannst du eben nur Armbrüste, Bogen und Handarmbrüste spielen. Ja. Aber wenn man halt zum Beispiel mit dem Zauberer auf Hardcore spielt und man will halt einfach nur mit Zauberstäben spielen, dann kann man halt einfach abkratzen, ist ja auch egal. Ja. Manche Menschen rüsten dann vielleicht ein Schwert aus, damit man ich nicht abkratzt. Ja, ich würde natürlich auch auf jeden Fall das ausrüsten, was mir am meisten bringt. Ja, was mir der meiste Damage bringt. Wenn ich jetzt einen guten Zauberstab habe, ist natürlich cool. Ja, nicht unbedingt nur Damage, also kommt halt auf die Attribute insgesamt irgendwo an. Aber auf jeden Fall. Ja, wenn der Damage-Wert höher ist, sind auch meistens auch Rüstungen und so höher, wenn man mal. Ja, das schon, aber es kann natürlich auch sein, dass man den Damage vielleicht ein bisschen einbüßt, aber dafür viel mehr kritischer Trefferschaden macht, so wie ich jetzt mit meinem Hexendoktor 500 noch was Prozent kritischer Treffer bei einer Schussgeschwindigkeit von 2 Schüssen pro Sekunde, das. Oder 2 Angriffen pro Sekunde, das sind ja dann schon 6 Schüsse. Und da muss man eben einfach auch sagen, dann macht man eben so viel kritische Treffer, die 5-mal so viel Schaden machen. Und dann kann man so mal 10.000 Schaden verkraften. Ja, ich verkrafte ja auch mit meinem Barbarisch 40.000, dafür aber halt mehr Life Leech und etc. Ja. So, da können wir ja mal hier in das Anwesen des Skelettkönigs gehen. Früherer König Leoric, der König von Tristram. Es gibt eine neue Figur in unserem Spiel. Sie namens Lea. Ich hab ja immer noch den infernalen Helm an. Hexe Adria ist. Ich glaube auch Männern wird den nie abnehmen. Hier im Let's Play. Der ultra schnell auflevelt. Ich glaube, Betäubung ist vielleicht gar nicht schlecht. Oh. Ich muss sagen, dem Caster hier kann man übelst geilen Nahkampf gehen. Das macht übelst Bock. Wenn mir jetzt hier nicht irgendwelche Let's Play-Typen die Party versauen. Ja. Sind zwei Idioten, ne? Und die müffeln auch so. Ah, da kann man ja von oben hier vom Balkon schießen, das finde ich sehr skillig. Für alle, die diesen Raum auf normalen Wege nicht schaffen, gibt es dann hier eine Safe-Methode. Level up, Leute. Neue Drehter. Neue Nikes braucht das Land, aber ich habe ja. Ich habe hier einen richtig geilen legendären Hut bekommen, so ein Barbaria-Inzuchthelm, aber den werden wir nicht an uns nehmen. Wir weisen den direkt von uns und leveln lieber schneller ab. Ich habe ein Zauberbuch gefunden. Ein Zauberbuch, das wäre natürlich schön. Vielleicht für mich. Aber es macht weniger wie deins als Schaden. Das ist dann nicht 3 so bis 5 schön. Macht deins und das hier macht 2 bis 3, ja. Ja, ich habe ja schon ein richtig gutes Harry Potter Buch. Habe ich dir auch, glaube ich, gegeben das letzte Mal, oder? Ein Zauberbuch. Nee, das war doch damals Zauberstab. Achso, ja, stimmt. Potterbuch, genau. Ja, geht's ja hier in die Hallen der Jugalas. Ich würde auch sagen, dass wir vielleicht
der Aufnahmereihe auch den Akt 1 gerade abschließen. Das ist ja nicht so viel. Das könnten wir eventuell schaffen, ja. Ja, also müsste man schaffen. Es wäre ja jetzt traurig, dann noch weiterzumachen.